Als ob die sich davon aufhalten lassen würden, ne? Warte. Boah, schön, dass unser Dings wieder neuen Saft hat. Ach du Scheiße. Toll. Toll. Oh, V-Lampe. Was? Wie kann ich die denn anschießen? Warte mal. Hä? Ah, okay. Das Gute ist, zum Glück kenne ich sowas schon. Zumindest von anderen Rätsel-Horror-Spielchen. Okay, cool. Aber kommen die jetzt hier durch oder nicht? Ich muss ja irgendwas Spezielles finden. Ich werde hier so drauf gehen, ich weiß es jetzt schon. Sehr auffällig. Das. Ja, lol. Das hat mir ja voll weitergeholfen. Sind die jetzt nur hinter mir her oder nicht? Die haben zumindest draußen irgendwie gekloppt. Ach, komm, Alter. Okay, irgendwo wird noch so ein X sein oder mehrere X sein und da wird ein Schlüssel drin versteckt sein, schätze ich jetzt mal. Ach, na super. Da sollte ich vielleicht nicht durchgehen. Ich weiß nicht, ob das heißer Dampf ist und dann bin ich gekocht. Ja, wo bin ich denn? Da haben die Entwickler aber auch noch ein bisschen Horror reingepackt, ne? Okay, auf dem Scheiß aus war ich. Ich habe ja das andere noch nicht weiter durchgeguckt. Ich hoffe, die sind nicht hinter mir her. Also notfalls gehe ich durch den Dampf, aber ich will erst mal gucken, ob ich hier noch irgendwie was anderes finde. Ist das dann Riegel? Munition. Oh, Munition. Okay, scheint nichts zu sagen. Weiß ich nicht. Vielleicht kann ich das auch mit dem Messer bloß aufbrechen. Oder ich muss einen Schlüssel dafür finden. Ich würde es mal mit dem Messer probieren. Geht nicht. Sollte man sich vielleicht auch merken. Ist sogar eher wohltun, muss ich sagen, wenn das dann so rot ist. So, ich glaube, von hier sind wir gekommen, oder? Jo. Gut, die sind auf jeden Fall nicht hinter uns hier. Ja. Ich wollte gerade sagen, hier habe ich ja noch nicht kein bisschen irgendwie mal versucht, rumzugucken. Ich will halt immer die Zangen mitnehmen, ey, warum auch immer. Okay. Nehme ich gerne an mich. War da rum vorne auch schon offen? Obwohl, falls die, wenn die doch nochmal reinkommen hier, habt Spaß. Okay, Problem ist jetzt bloß, wie komme ich da weiter? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ich in den Dampf reingehe, dass ich schnell am... Hallo? Dass ich relativ schnell am Arsch bin. Nee. Ich dachte erst, da liegt ein Schlüssel. Aber warum das X hier? Oder muss ich hier noch...
Oder ist hier was rausgefallen? Ich habe das nicht gesehen. Nee. Ist nicht. Ich würde fast sagen, probieren geht über studieren, oder? Hier geht's eh nicht durch. Ah! Da kann ich hier nicht ab, was heißt. Wie geht's mir? So lala. Okay, also muss ich den Dampf abdrehen. Aber wo? Aber wo? Enthüllt ist etwas, was sonst nicht zu sehen ist. Wir hatten jetzt zwei Objekte. Eins habe ich kaputt gemacht. Das hat mich nicht weit, hat mir nicht weitergeholfen. Zerhauen kann ich das nicht. Also muss ich den Schlüssel finden. Aber wo? Und wozu war das X da gewesen? Weiter rein komme ich da nicht. Dass das jetzt wie ein Geheimgang oder sowas wäre, weißt du? Okay, heißt für mich eigentlich weiter rumstiefeln. Und mal gucken, ob ich hier irgendwo was an der Wende oder so finde. Aber ich wüsste halt jetzt nicht, wo. Ah. Gut. Ja gut, die können wir mitnehmen. Also ich weiß nicht mal, ob ich hier überhaupt einen Schlüssel brauche. Ich kann das ja nicht mal wirklich anwählen. Oh, da müssen wir mal ein bisschen mehr sehen, aber irgendwie bringt das mir nichts. Hier komme ich auch nicht rein. Ja, und hier ist ja an sich unser Startpunkt, weil hier habe ich ja die Dings gefunden. Hä? Was habe ich nun mitgenommen? Den Mantel oder was? Hier ist kein Schlüssel. Was? Hä? Damit ich nicht so gut gesehen werde von dem, der hier überhaupt nicht drin ist? Oder ist das jetzt ein Bug? Weil es ja sein könnte, dass die mich eigentlich hierhin verfolgen. Oder damit mir nicht so kalt wird? Ja, dann zurück kann ich ja nicht. Ich glaube, ich werde an der Stelle erstmal einen Cut machen müssen. Und ja, mal schauen, wo ich hier überhaupt hin muss. Weil die Zeichnung an der Seite hat mir jetzt auch nicht so viel gebracht. Deswegen weiß nicht, ich kann ja vielleicht mal probieren, ob ich den Dings hier, wo wir sind ja gerade da. Na? Ja, mach die Tür zu. Den Schrank hier irgendwie fotografieren kann und dann geht was auf. Was ganz nett wäre, aber das würde halt zum, oh, zum Spiel gar nicht passen. So, hast du jetzt. Hä? Habe ich schon die ganze Zeit keine Waffe in der Hand gehabt? Nee, dann ist es das nämlich nicht. Ey, ich weiß nicht, ich bin jetzt schon dreimal hin und zurück gelatscht, dann, ja, muss ich mal. Warte. Ist das wirklich so einfach? Der
Der Dampf ist ja so heiß. Stimmt. Das hätte ja auch so einfach nicht sein können, ne? Okay, ich werde aber, glaube ich, mal so die Infrarot lassen. Hä? Ich weiß jetzt nicht, ob ich damit das Wasser abfließen lasse. Okay. Kann ich hier überhaupt rein? Soll das so? Ja, drauf da. Glaube ich. Aha. Und da bin ich gekommen, oder? Ja. Oh, muss ich denn jetzt hier rückwärts? Oder kann ich auch umdrehen und dann vorwärts? Ich will ja mal wissen, wo ich überhaupt hin muss. Keine Ahnung, warum der erst hier rückwärts fährt. Oh Gott. Ich versuche schon einen Scherz zu machen, schneller geht's nicht. Ich glaube, wir müssen einfach bloß auf die andere Seite. Und ich weiß immer noch nicht, was wir machen sollen. Also, was er uns gesagt hat. Ich meine, von wegen, ey, dreh das im Kreis und so, dass dann... Was passiert, dass dann einer das nicht im Kreis macht mit dem Licht? Der war klar, war abzusehen, ne? Aber ich weiß uns, der hat noch. Der hat uns den Weg erklärt und irgendwas mit dem Lüftungsschacht. Die Sache ist, das haben wir ja schon gefunden und nun? Ich meine, soll ich auch irgendwie was ausschalten? Ich weiß nicht. Wenigstens geht das auf. Ja, ist gleich. So. Obwohl, hier sind Kabel. Also könnte ich mit meiner Vermutung richtig liegen. Was macht das? Also hier kann ich, glaube ich, was friesen. Ich weiß jetzt nicht, ob der das automatisch macht. Okay. Also wir können, das ist schön, wir können hier was friesen, aber ich brauche erstmal, ich muss erstmal wissen, was, glaube ich. Ich lasse erstmal. Lass das mal weiter gucken, weil irgendwas friesen bringt mir ja nicht. Ich kann es mir vorstellen, wie bei dem Wimmelbild, das muss in irgendeine Aussparung passen. Geil, und da muss ich mir auch noch merken, wie das aussieht am besten, ne? Ohne. Ohne irgendeine Vorlage, so. Das wird nicht funktionieren, oder?
Ah. Okay, 7. Ja, gut. Also, ja, okay, gut. Ich muss einen Bolzen herstellen. Aber wie dünn muss der Bolzen sein? Und wie lang muss der Bolzen sein? Das ist halt die Frage. Der muss doch einigermaßen gleichmäßig sein, oder? Obwohl, da vorne ist 10. Also, blöde Fliege. An sich theoretisch ein 7er Bolzen, oder? Es wäre halt cool, wenn sich die Zahl da mal verändern würde, um ehrlich zu sein. Damit ich weiß. Es bleibt bei der 10. Zoomt der jetzt ran? Ich versuch's ja zu nehmen, weißt du? Okay, beenden. Kann ich's jetzt nehmen? Ich weiß nicht, ob das ein Sima Bolzen ist. Ob der da reinpasst? Das Problem ist halt, der ist rund. Und wenn er dünn genug ist, dann passt er auch ein runder rein, aber trotzdem. Ich kann ja mal gucken. Kann ja auch sein, dass er zu dünne ist. Der ist eindeutig zu dünne. Alter. Pff. Es ist Obst im Haus. Lädt mal eine scheiß Fliege. Ja, es war klar. Oh. Lol. Ich komme seit mehreren Tagen nicht mehr aus diesem Tunnel raus. Nur der Teufel weiß, welchen Zweck dieses Tunnelsystem hat. Ich hätte nicht gedacht, dass es in dieser Gegend überhaupt so etwas gibt. Ich bin zufällig hierher gekommen. Hunde treiben mich in den Wald, die Biester. Ich ließ auf einem Luftschacht. Was? Ich stieß auf einen Luftschacht und. Alter, dieses kleine. Kennt ihr diese kleinen ekelhaften Fruchtfliegen? Die gehen halt über auf den Sack. Besonders, ich habe nicht mal Obst im Haus. Ich stieß auf einen Luftschacht und beschloss, mich dort zu verstecken. Ich schloss die Tür hinter mir, aber ich konnte sie nicht öffnen. Ich konnte keine Karten oder Muster darin finden. Ich gehe fast blind. Ich werde die Nacht hier verbringen und morgen weiterziehen. Naja, zumindest habe ich das Maschinengewehr mitgenommen. Okay, dann kann er uns das doch bestimmt auch leihen. Nehme ich mal an. Okay. Warte. So war hin und her und so war Feuer. Okay, ich nehme das jetzt mal. Ich habe jetzt nämlich versucht, mal mitzuzählen von den, vom Hin- und Her-Tüdeln. Ich glaube, so kriegt man es am gleichmäßigsten hin. Und so wird es wahrscheinlich auch am besten sein. Aber langt es schon? Das ist halt die Frage. Oder ist es zu dick? Nö, das sieht doch gut aus. Wen es interessiert? 6-mal. Also 1, 2, 3, ne? So hatte ich jetzt zumindest gezählt. Hat gepasst.
Ladebildschirm natürlich ja, wenn es geht, raushauen. Ja. Aber ich dachte, wir kriegen jetzt hier ein Maschinengewehr. Vielleicht kriegen wir das Maschinengewehr ja auch. Aber ich will, oh Gott, ich wollte gerade sagen, nicht einfach so runterspringen. Alter, perfekt. Na klar. Ich will das eigentlich nicht tun, aber wo ist der dritte? Okay, mehr wie drei. Alter, Alter. Das kann dauern. Du kannst hier nicht aimen. Das ist halt... Du kannst bloß rennen und hoffen, dass die... Hä? Ach, das sag mir nicht. Okay, scheiße. Das lief gerade so gut. Hey, jetzt kann ich... Komm schon! Okay, einen Schuss haben wir noch. Ich meine, notfalls habe ich ja vorhin versucht mit der Axt. Gut, dann doch nicht so lange... Sag mir nicht. Ja gut, jetzt. Toll. Was hat das mit dem Feuerzeug hier auf sich? Hat der hier nicht noch Nahrung? Die Sache ist bloß, ich weiß nicht mal, wie ich nachlade. Okay, stand gerade da. Okay, wir haben hier 30. Und hier haben wir noch eine. Wir haben ja zwischendurch auch einer gefunden. Okay, nur einer. Sache ist bloß, sollten wir jetzt die ganze Zeit damit rumlatschen. Hä? Moment. Hä? Ich meine, der Pfeil ist... Doch. Nee, warte mal. So. Alter. Okay, lass mal was probieren. Okay. Das ging nicht. Ich will ja nicht unnötig was vergeuden, ne? Machen wir mal trotzdem die. Geht jetzt sich sehr spät dazu entschieden, umzufallen. Ich glaube, aber hier komme ich. Nee, hier komme ich nicht durch.
Weil hätte ja sein können von wegen, ah, da gibt es noch Ersatzmuni oder sowas versteckt. Das ist auch halt nicht umsonst da, das Kreuz. Ich konnte es aber jetzt nicht kaputt machen. Aber da ist noch eine Tasche oder sowas. Ich meine, ich... Oder warte mal, wenn ich mich hier rumdrehe. Also, hoch komme ich nicht. Kaputt machen kann ich es auch nicht. Weiß nicht. Ist aber nicht das einzigste Rätsel, was ich hier nicht lösen konnte. Ich meine, der Safe. Ne?